Hallo YouTube, hier spricht die Stimme der Hauptstadt, Baltics Agony am Start und herzlich willkommen zu einem kleinen Feedback zu den neuen Maps, die rausgekommen sind. Eine Online-Multiplayer-Map, die ist ja noch, steht ja noch offen, und zwar die Map Oasis. Da können mir Abonnenten gerne ein paar Gameplays zuschicken. Allerdings diese vier anderen neuen Maps, die rausgekommen sind, die sind alle nur für den Modus Face-Off verfügbar. Und ja, das ist ein 1 gegen 1 Spielmodi, wie es ihn schon in Call of Duty 4 gab. Und den habe ich dann gleich mal ausprobiert, habe ein paar Runden gezockt, habe keine einzige verloren. Meistens war es allerdings so, dass der Gegner so nach der Hälfte der Zeit spätestens geragequittet ist, weil er keinen Bock drauf hatte, die ganze Zeit zu sterben. Und das war die erste Map, die ich euch jetzt hier erstmal vorstelle. Die heißt Aground und ist verdammt groß. Und so von der Aufteilung her finde ich sie eigentlich ganz okay, weil sie relativ ausgeglichen ist. Also man hat auf keiner Map irgendeinen Nachteil, auf keiner Map, sage ich schon, auf keiner Seite irgendeinen Nachteil. Und kann auf, ja, auf beiden Seiten der Map eigentlich ganz gut agieren. Sie ist allerdings für ein 1 gegen 1 zu groß, wie ich finde. Und deswegen, ja, ist es so ein bisschen so, dass hier sehr, sehr viele Sniper rumlaufen. Also, aber auch auf den kleineren Maps. Dieser Modus ist ziemlich voll gemüllt mit Snipern, was mich ein bisschen nervt, weil ich habe eigentlich keine Lust auf ein 1 gegen 1 mit Snipern, sondern ich will ein richtiges 1 gegen 1 mit Leuten, die dann auch dieselbe Klasse hatten. Das finde ich, hätten sie ein bisschen besser machen können, dass sie da irgendwie, ja, das so einstellen, dass es irgendwie eine vorgefertigte Klasse gibt oder dass irgendwie beide Spieler einverstanden sein müssen, mit was für einem Klassentyp gezockt wird, ob es eben ein Sniper-Duell ist oder ein normales Waffenduell. Der Typ hier zum Beispiel hat mit Sniper gezockt und ist dann irgendwann geragequittet. Das war das einzige Spiel, was ich live aufgenommen habe. Die anderen habe ich alle im Nachhinein recorded. Und ja, wie gesagt, die erste Map Aground hier ziemlich groß, aber eigentlich ganz gut zu spielen, auch wenn sie ja echt zu riesig ist. Und was ein bisschen nervt hier, also man muss schon auf der Map mit Todesstille eigentlich spielen, was ich bei der ACR aber ungern mache, weil ich Stalker da irgendwie liebe. Denn dieser Metalluntergrund oder was das ist, der macht echt sehr laute Geräusche. Und wenn da jemand mit Headset spielt, dann hat man kaum eine Chance. Und ja, deswegen war das an der Stelle etwas kritisch hier. Aber ich bin doch ganz gut durchgekommen und habe alle Runden, die ich insgesamt gespielt habe, ja, jedenfalls gewonnen. So, der Gegner wird dann jetzt hier auch gleich Rage quitten und dann werde ich euch die zweite Map präsentieren. Nämlich genau jetzt. So, dann das hier ist die Map Lookout, glaube ich, heißt die. Und ihr seht schon, ich werde die ganze Zeit eigentlich hier in diesem Bereich sein. Am Anfang war es noch relativ ausgeglichen, dieses Duell. Und dann habe ich diesen Bereich hier entdeckt. Und ihr seht schon, der ist wirklich ziemlich overpowered, weil man wirklich über die gesamte Map rüber gucken kann. Und das meine ich zum Beispiel damit, dass die Maps unausgeglichen sind. Also hier ist es halt wirklich so, man hat kaum eine Chance, wenn man ganz unten das spawnt. Und wenn man diesen oberen Bereich hier einmal erobert hat, dann ist es für den Gegner wirklich sehr, sehr schwer, einen da noch wegzuholen. Und so vom Aufbau der Map irgendwie sieht so ein bisschen aus wie so eine Pirateninsel. Ja, gefällt mir jetzt auch nicht so gut. Aber ihr seht schon, also man hat hier einfach einen viel zu krassen Überblick. Sowas finde ich ist halt ungerecht gegenüber. Und ich wollte den Typen dann danach auch zur Party einladen, den ich hier da mal kurz abgezogen habe. Und mich bei ihm entschuldigen für meine Spielweise. Aber es ist einfach in einem 1 gegen 1 so, man muss sich einfach an den besten Stellen der Map orientieren. Und da muss man dann im Endeffekt auch versuchen, die Kills zu machen. Und das habe ich hier getan. Ist vielleicht nicht so besonders offensiv gespielt oder besonders schön anzuschauen, aber in einem 1 gegen 1 geht es einfach ums Gewinnen. Und ja, deswegen habe ich an der Stelle da so diesen Bereich abgesichert. Zu den Klassen-Setups, die ich gespielt habe, also ich hatte zwei verschiedene Klassen. Einmal diese ACR-Klasse hier mit, was war es, Plünderer für viel Munition, Hardliner und Stalker. Und Hardliner habe ich deswegen genommen, weil ich mit der Assault-Drohne gespielt habe. Was man auch machen kann, ist mit Support zu spielen und dann mit Ballistikwesten und Drohne. Ich habe allerdings nur mit der Drohne gespielt, damit ich sie schon bei zwei Kills immer neu bekomme. Und es spielen zwar einige Spieler hier mit Attentäter, allerdings nicht alle. Und deswegen lohnt sich schon, die Drohne mitzunehmen. Man sollte sich vielleicht noch eine andere Klasse mitnehmen, wo man mit Spezialist spielt, falls der Gegner echt Attentäter benutzt. Tragbares Radar kann ich auch ganz gut empfehlen, dass man so ein bisschen einen Bereich abdeckt. Das hatte ich hier noch nicht dabei, weil das war meine erste Runde, glaube ich, die ich gespielt habe. Ja, und das Game konnte ich dann auch wirklich mal zu Ende zocken. Da hat der Gegner also nicht das Spiel vorzeitig verlassen. War auf jeden Fall eine ganz gute Runde. Dann die dritte Map hier, das war auf Erosion, heißt die, glaube ich.
Der Typ hier hat erst angefangen zu snipen und irgendwann hat er dann sein Schild genommen. C4 finde ich hier auch ganz gut, weil gerade in einem 1 gegen 1 sind die Distanzen sehr, sehr kurz und dieses C4 hier in MW3 kann man doch sehr, sehr gut werfen, was dann auf jeden Fall einen Vorteil bringt. Hier habe ich die MP7 mit Schalldämpfer und Magazinerweiterung benutzt, ebenso die ACR auch mit Schalldämpfer und Magazinerweiterung immer. Und der Typ hier hatte leider Attentäter drin, deswegen hat mein tragbares Radar da nicht wirklich geholfen. Und auch bei der Map finde ich das so ein bisschen unausgeglichen, weil wenn man jetzt, da wo ich jetzt gerade hingucke, da hinten ist so ein Turm und wenn man den Bereich da so ein bisschen, ja, absichert, dann hat der Gegner echt kaum eine Chance, weil man da auch einen ziemlich guten Überblick hat. Die Map ist an sich relativ gut zum Zocken, aber dieser Bereich da hinten, da wo ich mich jetzt befinde, ist ein bisschen overpowered auch. Also ihr seht ja, da hat man wirklich einen richtig guten Rundumblick und, das ist dann an der Stelle problematisch für den Gegner. Aber der Typ hat es mir auch extrem leicht gemacht, hat immer mit seinem Schild gespielt, Wurfmesser geworfen, was dann aber bei ihm ja die ganze Zeit nicht getroffen hat. Und ja, ihr seht, da hat er kurz die Zweitwaffe ausgepackt. Ich weiß gar nicht, was er da genommen hat. Ich glaube, es war eine MP9 oder so. Aber der war jetzt echt nicht die Herausforderung. Und jetzt passt mal auf, cooler Move. Zack. Und tot ist er. Und natürlich auch wieder mit der Drohne am Start. Das ist auf jeden Fall eine gute Kombination. Also das solltet ihr auf jeden Fall auch, oder ihr müsst natürlich nicht so spielen, aber ist mein Tipp so für dieses 1 gegen 1 immer mit dieser Hardliner-Drohne zu spielen. Und wenn man ein 2 gegen 2 spielt, da kann man durchaus sich auch überlegen, ob man Ballistikwesten noch einpackt und sich damit gegenseitig so ein bisschen unterstützt. Der eine nimmt dann halt diese Hardliner-Drohne mit und der andere nimmt Ballistikwesten-Drohne oder Konterdrohne noch mit. Ja, das hier war dann die Map. Oh, ich glaube, Getaway oder so heißt die. Das ist so ein kleines Strandhäuschen mit einem Garten oder Strandvilla. Das Radar hier finde ich so ein bisschen, also insgesamt, oder die Minimap besser, finde ich ein bisschen schlecht zu durchblicken, weil es hier so echt krass verwinkelt ist und man so ein paar Ebenen hat. Da habe ich mich am Anfang echt schwer getan, wirklich ja, die Map richtig zu überblicken. Aber wenn man dann ein paar Mal drauf spielt, dann kommt man ganz gut klar. Das Spawn-System hier ist nicht das Beste, aber ja, man lernt dazu mit der Zeit. Und hier war es mal nicht Team Deathmatch, sondern Abschuss bestätigt, was ich gespielt habe. Also da, es wird immer so zufällig ausgewählt. Der Spielmodus gibt da Team Deathmatch und Abschuss bestätigt halt. Was mich ein bisschen nervt, weil man in einem 1 gegen 1 ja lieber doch so seine Laufwege läuft. Und wenn dann die Marke irgendwie ungünstig liegt, finde ich nicht so clever, dass sie das da gemacht haben. Allerdings, ja, was soll's, macht doch relativ viel Spaß. Dieser Spot hier, wo ich jetzt stehe, ist leicht overpowered. Und auch auf dieser Map würde ich an der Stelle die MP7 empfehlen, weil die Distanzen doch relativ klein sind. Diese vielen Glasfenster hier sind dann doch ein bisschen nervig, weil die spiegeln teilweise so ein bisschen oder sind so leicht verwischt. Und da sieht man die Gegner manchmal nicht so gut. Und diese vielen Pflanzen ist teilweise echt schwierig, einen Gegner hier zu erkennen. Da muss man sich echt erstmal so ein bisschen reingefunden haben in die Map. Dann geht das Ganze aber eigentlich ganz gut. Und auch in dem Spiel ist der Gegner rausgegangen. Allerdings, ja, habe ich es aus dem Kinomodus aufgenommen. Deswegen stoppt dann die Aufnahme einfach nur. Und man sieht dann nicht irgendwie die Host-Migration. Ja, das war mein kleines Feedback zu diesem neuen Spielmodus. Ich finde ihn eigentlich ist eine ganz coole Sache. Allerdings ist er voll gefüllt mit Snipern und ja, Leuten, die das Ganze irgendwie nicht so auf die ernste Tour nehmen, sondern da ein bisschen rumhampeln. Allerdings, das 2 gegen 2 macht eigentlich Spaß, was das Problem da ist, der den Host hat, hat eigentlich das Spiel schon automatisch gewonnen, was mich ein bisschen stört, aber ansonsten ist es eine coole Idee, gibt vielleicht noch ein paar Verbesserungsmöglichkeiten und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.